Ich war gestern Abend im bisher besten Kanimani-Nest, welches ich seit dem Release der zweiten Generation gefunden habe. Und damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Später werde ich dann noch mein stärkstes Level 30 Kanimani zu Tyrakrok, zu Impergator entwickeln. Und damit habe ich alle Generation 2 Starter vollständig. Hat sich gelohnt? Das Interessante oder das Witzige ist, alle nur durch Nester. Es gibt auch so natürlich zufällige Fundorte, wo entweder einmal pro Stunde zu einer gewissen Chance ein Feuerriegel auftaucht, ein Kanimani auftaucht, ein Endivi auftaucht oder so. Aber ich habe mir tatsächlich alle aus Nestern geholt, immer so 30 bis 90 Minuten dort gewesen und dann ist die Sache gegessen. Das Ganze habe ich allerdings auch nur der Sananabeere zu verdanken, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied, finde ich, ob man jetzt 3 oder 6 Bonbons erhält für einen Fang. Und da geht es schon bedeutend schneller. Wenn man das umrechnet, muss man rein theoretisch nur so in etwa 20 Pokémon davon fangen. Dann hat man die 125 für die gesamte Entwicklungskette. Also, die Generation 2 Starter sind dann vollständig entwickelt bei mir. Dann habe ich mehr als 80 Johto-Pokédex-Einträge. Fehlen noch so Kleinigkeiten wie ein Forstelka, glaube ich, und ein Ursaring und so, kleine Entwicklungen, die ich dementsprechend noch irgendwann durchführen werde, aber die richtig, richtig, richtig seltenen sind mal absolviert und das sind auf jeden Fall die Starter. Zählen neben Hunduster, würde ich sagen, zu den seltensten Pokémon, die man so für eine Entwicklung benötigt aus der zweiten Generation, ja klar, Lavita und so muss an dieser Stelle nicht explizit erwähnt werden, genauso wie Voltilam, aber das sind ja auch keine Nest-Pokémon. Die wird man leider niemals in einem Nest antreffen können, ist einfach so. Ich will eine kleine Karte zeigen von diesem Nest, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Das ist der Kurpark Oberla. Bei uns in Wien ist, glaube ich, so in etwa der zweitgrößte Park aus Wien. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es dort immer ein feines Nest gibt. Also wenn ein schönes Pokémon ist, dann kann man da zig Pokémon fangen. Der Tracker zeigt immer irgendwas in irgendeiner Nähe an. Es gibt sehr viele Pokéstops, was eigentlich, naja, was nicht immer selbstverständlich ist. In dem Park, wo ich Endivia gefangen habe, da gab es weniger Pokéstops, weshalb man die einzelnen Pokémon dann nicht so einfach aufspüren kann mit in der Nähe und so. Aber sogar ein paar Arenen etc. Jo, ich muss zugeben, ich war dort bisher noch nie für Pokémon Go. Und deshalb war das ein kleiner, erfrischender Ausflug gestern. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich dort an die 100 Kanimani-Bonbons gefarmt, 20 Sananabären mal wieder verbraten und das hat alles perfekt gereicht. Häufig sogar einfach fabelhaft getroffen. Ich wollte es nicht mal unbedingt forcieren, jedoch irgendwie so. Einerseits erhöht es natürlich die Fangchance, was gut ist für einen Kanimani. Es kann aber auch nach hinten losgehen, denn wenn man nicht dann reintrifft in den Kreis, flüchtet eventuell oder bricht es aus und flüchtet dann im weiteren Verlauf. Genau, aber jetzt, wie gesagt, seit Level 40, ich habe nicht mehr so den Druck, großartig für 50 extra Erfahrungspunkte, kann ich auch einfach mal einfach fabelhaft riskieren, um mir sozusagen selbst so eine kleine Herausforderung zu schaffen und mit etwas Übung klappt's dann? So eventuell für mein erstes wildes Dragoran, welches ja hoffentlich schon in Vorbereitung ist. John Hankey, Niantic, könnt ihr da was planen so, bitte? Im Startpark erwarte ich morgen ein Dragoran, dankeschön. Dass man sowas dann mal mit einfach fabelhaft treffen kann, genau. Gestern ging es ja um legendäre Pokémon unter anderem und da hat der Tobi-Mod geschrieben, legendäre Pokémon aus 100 Kilometer Eiern, das finde ich sogar okay. Und ich liebe diese Idee, muss ich sagen, als jemand, der begeistert gerne spazieren geht, rumläuft etc. Nicht nur für Pokémon Go, auch einfach so, um die frische Luft draußen zu genießen. Besonders wenn man sehr lange, sehr oft und so weiter vor dem Computer hockt. 100 Kilometer Eier, wie genial ist sowas? Zum Beispiel also muss nicht unbedingt nur legendäre Pokémon betreffen, aber so ganz seltene Eier, von mir aus auch, ich weiß nicht, zu irgendwelchen Special Events und dann ist dort garantiert irgendwas drin wie Lavita, Voltilam oder ein legendäres als Beispiel. Nicht dieser ganze Schrott wie Tanzer, was haben wir noch so, Mantax, sondern garantiert was richtig Geniales. Weil wer zum Beispiel nicht so häufig spielt, für den sind 10 Kilometer sicher eine Menge.
wenn man noch rumläuft und dann Pokémon Go nicht geöffnet hat, dann zählen die Kilometer nicht etc. Und dann freut man sich so richtig, yeah, 10 Ei, und dann kommt ein Mantax raus. Aber wenn man im Vorhinein schon wüsste, dass in diesem 100 Kilometer Ei jetzt ganz bestimmt was richtig Geniales drin ist, bin mir sicher, da würde der ein oder andere sogar einen Marathon veranstalten, um so schnell wie möglich dieses Ei auszubrüten. Daumen hoch für diese Idee. Das wäre echt der Hammer, wenn die legendären Pokémon so eingeführt werden würden. War das Deutsch? Egal, ich habe bei Niantic gelernt. Bezüglich der legendären Pokémon sind manche jetzt schon ein wenig verärgert und vermuten, wie der gute alte Sam, der kommentiert so einiges, dass es eventuell nur in Japan soweit sein wird, so ein Event, weil wir hatten ja das Lapras-Event, das Relaxo-Event, aber ich glaube nicht, dass das auch bei einem Pokémon wie Mewtwo so sein wird, denn das ist was anderes jetzt so. Lapras kann man sowieso in Europa auch fangen oder in Amerika oder überall, ist einfach nur ganz selten. Dieses Lapras-Event war ja wegen des Tsunamis und so, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Ein Mewtwo-Event, das wird allerdings bestimmt weltweit kommen, denn die können das nicht so machen, dass man ein bestimmtes Pokémon sowie ein legendäres, dass das nur regional ist. Oder wenn es so ist, dann müssen sie so machen, dass man Mewtwo zum Beispiel in Asien bekommt und Zapdos in Europa und Arctos in Amerika etc. Es gibt ja die regionalen, aber das ist ja der Sinn der Sache. Die werden jedoch ganz bestimmt ein legendäres Pokémon wie Mewtwo niemals nur in Japan veröffentlichen. Da wäre der Aufschrei in der Community, glaube ich, doch zu groß. Das können die sich nicht erlauben. Ich will ja gar nicht groß drumherum spekulieren. Da gibt es einige Ideen, wie die das machen könnten. Ich will nur sagen, keine Sorge, wenn sowas kommt, dann kommt das bestimmt weltweit. Da bin ich mir zu 99% sicher. Also, genug Gameplay aus dem Kanimani-Nest, würde ich mal sagen. War ziemlich witzig gestern, obwohl das Wetter nicht so schön war irgendwie. Ich weiß nicht, so 30, 40 Leute waren da bestimmt in dem Park, was nicht so viel ist. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, 10 bis 20 waren nur wegen Pokémon Go dort. Das erkennt man meistens sofort, indem die genau bei einem Kanimani stehen, ein Handy haben, das Handy ist an eine Powerbank angeschlossen oder so. Genau, und dann erkennt man die Pokémon Go-Spieler doch ziemlich schnell. Mit manchen kommt man direkt so ins Gespräch. Yo, wie viele Bonbons hast du schon, etc. Aber ein großer Teil der wenigen Leute, aufgrund von Schlechtwetter waren nur so wenige, die an dem Tag dort waren, habe ich tatsächlich Pokémon spielen sehen. Also, spielt das noch wer? Fragezeichen? Offenbar ja, Rufzeichen. Gut, live rüber zu meinem Handy und jetzt suche ich mir ein feines Kanimani raus. Das ist hier meine Sammlung. Alle, die einen blauen Hintergrund haben, ein kleines blaues Schimmern in der Farbe von Kanimani. Oh, da ist ein stündliches da. Die habe ich gestern gefangen und ein paar schon verschickt. Ich besitze 149 Bonbons und kann noch durch Verschicken ein bisschen was holen. Oh Mann, Moment, ich muss meine stündlichen fangen. Einmal ein Visor und dann natürlich ein Natu. Also, da bin ich wieder. Ein einziges Level 30er konnte ich fangen. 5000 Sternenstaub werden benötigt. Dann habe ich hier noch, diese beiden sind aus Iron. Die haben die beste Bewertung, also ziemlich gute IV. Jedoch sind die eben leider nur Level 20 rein theoretisch. Und weil ich im Pagato erstmal nicht hochleveln werde, entscheide ich mich für das von Haus aus stärkste, sodass im Pagato auch direkt ordentliche Wettkampfpunkte erreichen kann. Jetzt erstmal Tyrakrok holen. Pokédex-Eintrag Nummer 1 habe ich noch nicht. Und dann auch Impergator ebenfalls ein Pokédex-Eintrag. Leider keine Entwicklung, obwohl es ziemlich viele Kanimani gab. Direkt gesehen in diesem Nest, obwohl da ja eine erhöhte Chance besteht. Da ist er schon. Bisschen gewachsen, sieht aber noch nicht so furchteinflößend aus. Also, da ist das Teil im Pokédex registriert. Da hat man schon den Schatten gesehen. 1300 gerundet. Das ist nicht schlecht für die erste Entwicklung. Ja, kann man mal machen. Aquaknarre Knirscher. Ich bin schon gespannt jetzt auf die Attacken von meinem Impergator. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich die Starter jetzt so schnell voll bekomme, denn als ich vor 3 Wochen oder so meine Bonbons mir angesehen habe, bei Endivir Feuerregel Kanimani, da war tote Hose, da gab es 20 von jeder Sorte oder so. Da war echt nichts zu holen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 2224. Das ist ein ordentlicher Wert. Bis Hydropumpe. Bist du so ein Garados oder was?
Niederösterreich? What? Der Kurpark Oberlei ist doch nicht in Niederösterreich. Das habe ich gestern... 26? Das habe ich gestern gefangen. Niederösterreich. Okay, wusste ich nicht, dass ich in Niederösterreich war. Man lernt nie aus. Dankeschön, Pokémon Go, dass ihr mir das erklärt habt. So, runterscrollen, wo ist er? Hier ist es, das Impergator. Nein, ernsthaft, aber um nochmal darauf zurückzukommen. Also Schwächert liegt in Niederösterreich, aber der Kurpark Oberla, wo ich das gefangen habe, nicht. Von daher verstehe ich das nicht so ganz. Das ist aber, finde ich, für mich wichtig zu wissen, so, denn das Spiel gliedert das ja ein, also keine Ahnung, was ich labere. Während ich hier den Pokédex-Eintrag zeige, versuche ich es nochmal zu erklären. Wenn Pokémon Go meint, das ist hier Niederösterreich, dann ist das für das Spiel Niederösterreich. Und wenn Pokémon Go meint, das ist dann ein XY-Biom, obwohl es eigentlich in Wien und ein anderes Biom wäre, dann ist es aber trotzdem so. Impergator 2 gesehen, 1 gefangen, in der Arena natürlich gesehen, das ist noch nie geflüchtet. Ja, und nur 22 Kanimani gefangen und das hat schon gereicht. Zweimal aus einem Ei oder so und immer mit Sananabeere. Ja, das war's. Übrigens, Niantic, weil hier Großmaul steht, es gibt kein großes, scharfes S. Aber egal. Na gut, dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Was sagt jetzt meine Johto-Medaille? 79. Okay, da geht noch mehr, da geht definitiv noch mehr. Aber die wichtigen habe ich jetzt schon mal. Und ganz unten, ich sammle, es dauert 2 Erfahrungspunkte, aber eigentlich habe ich jetzt nichts davon. Von daher, genau, für dieses Video war's das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, seht einfach beim nächsten Mal weiter.